Yay! Aus dem Wasserhahn kommt frisches Joy! Großartig! Nice! Ich bin absolut overdosed auf dem Zeug. Puh, das muss es sein. Ich habe das ganze Zeug dreimal gefiltert. Da kann nichts mehr von dem Zeug drin sein. Oh Gott, verdammt nochmal. Hey Freunde, mein Name ist Stefan und willkommen zurück zu We Happy Few. Und willkommen zurück im nächsten Teil der Stadt. Das Problem ist, hier muss ich entweder dauerhaft auf Joy sein, was fast nicht möglich ist, weil ich dafür nicht genug Pillen habe, oder ich darf nicht stehen bleiben. Und ich wünschte wirklich, ich müsste nicht über noch eine Brücke, aber anscheinend ist das die einzige Option, weiterzukommen und irgendwann diesem Albtraum hier zu entfliehen. Und mein Joy läuft gerade aus. Gleich sind die Regenbögen weg. Genießt sie, solange es noch so ist. Okay, Faradays Houseboy was added to your journal. Talk to James. Ich will erstmal die Brücke finden, wo ich rüber muss. Nicht stehen bleiben, nicht stehen bleiben, nicht stehen bleiben, nicht stehen bleiben, nicht stehen bleiben. Mein Joy ist alle. Der Himmel verdunkelt sich und die Stadt sieht scheiße aus. Mein Joy ist leer. Ja, das ist nicht gut. Wo ist die Brücke? Warte mal, ich muss erstmal hinter ihr in den Haus. Ich muss mich erstmal orientieren. Es gibt noch eine Brücke irgendwo. Die ist da so. Das ist die Richtung. Das ist da so. Das ist Richtung Osten. Okay. Ist das so easy wie beim letzten Mal? Weil hier sieht es sehr schön aus. Das muss ich einfach mal sagen. Downer Investigation. Hier sieht es sehr, sehr schön aus. Aber das Problem. Bobby, 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 Bobby. Aber das Problem ist, ich bin hier nicht sonderlich erwünscht. Ich frage mich, warum die mich nicht kennen. Ich meine, ich bin doch ausgebrochen aus dem Büro am Anfang und müsste jetzt eigentlich polizeilich gesucht sein. Warum genau kennen die mich nicht? Und warum fliegt das Haus? Warum bin ich jetzt? Da ist das eine Stück, da ist das andere Stück. Komm schon, erscheinen. Da muss ich durch. Das wird absolut großartig. Ich freue mich jetzt schon. Hi Jungs und Mädels. Ich muss hier ganz, ganz dringend durch. Nicht stehen bleiben, nicht stehen bleiben, nicht stehen bleiben. Da unten hat sich übrigens der Untertitel aufgehangen. Da steht die ganze Zeit schon Convulsion Noises. Open. Requires basic lockpick. Das kann ich machen. Ich bin müde, durstig und hungrig. Das Problem ist, hier hat auch das Essen Joy. Hier hat alles Joy in dem Bezirk. Basic lockpick. Reicht das? Ich meine, ich bin doch jetzt wahrscheinlich super beliebt, wenn ich da reingehe. Ich mach das mal ganz sneaky stealthy. Hier kommt keiner hin. Warum ist das nicht von Bobbys bewacht, frage ich mich die ganze Zeit schon. Komm schon, ist das richtig? Ich habe keine Ahnung, wo ich hingehe. Gibt's hier einen Spanker oder sowas? Da gibt's einen Joy-Scanner. Ist das ein Downer-Detektor? Da ist ein Joy-Detektor. Okay, ich könnte da durch. Das wäre an und für sich kein Problem. Aber ich will erstmal ein bisschen hier die Stadt erkunden. Es muss hier auch sowas wie ein Haus geben, wo ich rein kann. Gibt's hier vielleicht irgendwas, wo ich mich erstmal sammeln kann? Weil ich will jetzt eigentlich nicht allzu lang. Ja. Großartiges Wetter. Hier. Diese Safe Houses sind doch immer hier in der Nähe, oder? Komm schon. Da ist eins. Ich hab's gefunden. Ich hab mein Safe House gefunden. Enter Safe House. Yes. Da unten kann ich erstmal alles aufsammeln, was rumliegt, und mich erstmal so ein bisschen bereit machen. Das sieht aber schick aus. Die Safe Houses wären besser. Hier unten kann ich mich erstmal bereit machen für alles. Gibt's hier unten vielleicht eventuell irgendwas? Das ist alles empty. Personal Safe. Die sind anscheinend, die teilen sich in der Welt, das heißt, Gasmaske. Yes! Okay, protect you from toxic fog, use it, place it in a quick slot and press F. Okay, das ist gegen das toxische Zeug. Rotten Apple, Mechanical Parts, Metal Bits. Ich nehme einfach mal alles mit, dann Clever Trap Tool. Hey, Crafting Station. Okay, ich habe das Safe House gefunden, ich guck mal, ob ich direkt über die Brücke kann. Ich hau mal eine Joy Pill rein und gehe mal direkt über die Brücke. So schnell wie irgend möglich. Wo war die Brücke nochmal? Die Brücke war hier, diese Richtung. Ich bleibe einfach nicht stehen und gehe zur Brücke. Weil ich will hier, das wollte ich gar nicht, ich will hier eigentlich so schnell wie möglich raus. Ich habe jetzt nicht wirklich das Bedürfnis, Ewigkeiten hier zu bleiben. Weil, guck mal, was hier auf der Straße los ist. Jeder davon könnte mich enttarnen. Oh, bitte sag mir, das funktioniert so wie geplant. Einmal Joy. Yes, die Welt leuchtet. Alles ist wieder wunderschön. Toll, Joy-Detektor. Wenn das Leben hart ist, pfeift in eine Joy rein. Kauf dir noch heute den neuen Joy-Geschmack. Stefan. Schmeckt ungefähr so wie ihr Teil von... Ich habe doch keine Ahnung, was ich rede. Ich bin auf Joy. Da muss man nicht wissen, wovon man redet. Da muss man einfach nur glücklich sein. Den ganzen Tag. Okay, Türe auf. Hey, was geht? Wo zur Hölle bin ich? Okay. Er lädt einfach mal einen neuen Teil der Welt. Das war jetzt... Cerberus was the first Bobby. Encounter found. Was? Get past Constable Turner. Das ist... Get across to Apple Home. Ich bin aber hier richtig. Ich bin hier richtig. Aber ich weiß nicht ganz, was das für ein komischer Ort ist. Wie komme ich Apple Home Bridge now entering? Achso, das andere, das Constable Turner Ding war was anderes. Da sind Spankers. Das ist nicht gut. Joy Detector Booth. Soll ich gleich nochmal eine Joy schmeißen? Und einfach versuchen, da durchzugehen, weil das wäre es dann aber auch schon. Get across to Apple Home. So einfach kann es doch fast nicht sein. So einfach kann es doch fast nicht sein. Ich habe ein bisschen Durst. Ich gebe mal einmal... Nein, nimm. Filtered Water. Trink, junger Mann. Okay, Joy. Wo ist... Das ist die Gasmaske. Wo ist meine... Das ist die letzte Joy-Pill. Oh,
egal. Nimm sie. Nimm sie, pfeif sie dir rein. Alle sind wieder happy. Alles ist wieder super. Mal schauen, was passiert. Joy Detector Booth. Jawohl. Ich bin voller Joy. Bis oben hin bin ich voll mit Joy und ich will hier raus. Ist das möglich? Da sind zwei Spankers. Sind die mir feindlich gesinnt? Sieht spontan nicht so aus. Sieht nicht wirklich so aus. Okay, cool. Requires Faraday's Code. Okay, darf ich gehen? Ich muss ganz dringend raus. Ich hab den Code nicht. Hab ich verstanden. Okay, so einfach funktioniert es also nicht. Es ist nicht so einfach, wie ich dachte. Ich dachte, ich gehe jetzt einfach da durch und mache was anderes. Aber nein, ich hätte vielleicht lesen sollen, was ich tun soll. Verdammt. Talk to James. Escape. Get across to Apple Home. Da steht nicht, was genau ich machen soll. Aber vielleicht, da stand was mit Faraday's Code. Das heißt, ich muss eventuell das Faraday's Houseboy-Ding machen. Das heißt, ich muss jetzt so schnell wie möglich zurück zur anderen Brücke, um zurückzugehen, ohne dass ich vom Joy runterkomme. Weil ansonsten ist nichts gut. Ansonsten gibt es Alarm. Und ich muss auch schlafen und essen und trinken. Und ich dachte, das wäre jetzt so schnell erledigt. Aber wenn alles in dem Spiel so einfach wäre, dann wäre das Spiel innerhalb von einer Minute durchgespielt. Okay, kann ich bitte schnell zurück zur Brücke? Nein. Hey, ich komme gerade aus dem Ladebildschirm. Was zur Hölle wollt ihr von mir? Ich kam einfach gerade aus dem Ladebildschirm auf dem Weg hierher und werde jetzt von fucking Bobbys verfolgt. Ist es verboten, nachts draußen zu sein? Dann sagt mir das doch netter. Yay, aus dem Wasserhahn kommt frisches Joy. Großartig, nice. Ich bin absolut overdosed auf dem Zeug. Ich habe gerade viel zu viel davon getrunken. Aber wenn ich schon so high drauf bin, wäre es dann... Stu, ja, ich weiß, ich habe eine Lebensmittelvergiftung. Ich weiß. Aber ich verhungere, also pfeif's dir rein. Yay, aber ich habe sie nicht mehr. Dann noch ein Steak. Ich nehme einfach mal alles, was ich kriegen kann. Ich bin so high auf Joy. Ich bin so fucking high auf Joy. Das ist nicht mehr normal. Dann noch eine frische Karotte. Und dann lege ich mich schlafen. Yay, die Welt ist wunderschön. Mit etwas Joy aus dem Wasserhahn. Was ich trinken musste, weil ich nicht einfach so eins von meinem wertvollen, gefilterten Wasser benutzen wollte. Wo zur Hölle ist mein Safehouse? Da ist giftiger Nebel. Klasse. Darf ich... Ja. Das ist nicht richtig. Ich dachte, mein Haus wäre hier. Scheiße, mein Haus ist hier. Sorry, Bobbys. Ich muss nur ganz dringend hier rein. Ihr könnt mir nicht hier rein folgen. Hi. Ich soll irgendwie mit dir reden. Du kannst mir helfen, habe ich gehört. Ja, großartiger Tag. Was? Ganz ruhig. Ja, da drin gerade. Ja, kann ich dir helfen, James? Find a valve for James Maxwell. Ein Valve. Ein Rad, um Rohre zuzudrehen. Ja. Ja, ich brauche den Code nämlich genau von da. Ich brauche jetzt ein Ventil. Das ist großartig. Ist das dein Ernst? Es gibt anscheinend nur ein einziges Ventilrad in diesem ganzen Dorf. Und der Typ hier verkauft das. Für 50 Pfund sind das, glaube ich, oder Sovereigns. Für fucking 50 Kröten kriege ich das Ding. Ich habe aber nur 22 und nichts davon, was ich habe, will er, weil das alles verrottet ist und ihm anscheinend nicht gut genug. Das ist absolut großartig. Ich freue mich ja so. Warte, der will Polarity Devices. Das geht vielleicht. Warte mal, kann ich ihm das einfach rüberschieben? Ich kann ihm das verkaufen. Aber es wird mich auch nicht lange retten. Ich halte mal ein einziges davon, das ist wahrscheinlich ein Fehler. Will der noch irgendwas? Alkohol will er noch. Das wird aber nicht reichen. Ich habe jetzt 44. Die Gasmaske bringt 6, aber ich glaube, die brauche ich nachher noch. Ich bin mir aber nicht sicher. Filtered Water. Ich muss einbrechen gehen, anders geht das fast nicht. Du hast mich nicht gesehen. Ich habe mich zu Tode erschrocken. Ich bin nicht hier. Geh schlafen. Nein, ich bin kein Downer. Geh einfach schlafen. Was? Was willst du? Die wirft was auf mich, oder? Willst du? Warum kommst du extra aus deinem Haus dafür? Ist das denn voller Ernst? Komm schon. Leg dich einfach hin, Lady. Hast du vielleicht irgendwas dabei, was ich verkaufen kann? Nein. Keine Gefangenen werden gemacht. Hinlegen, ruhig sein. Dankeschön. Okay, einmal weg damit. Oh, sie ist tot. Wollte sie eigentlich nur K.O. schlagen, aber egal. Hast du irgendwas? Apfel-Cricket-Bat. Sie hat einen Cricket-Schläger. Der macht, glaube ich, mehr Damage als meiner. Der macht 3 Damage und ich habe... Jawohl, das ist besser. Wie wär's mit 2x Mechanical Parts? Jetzt habe ich 47. Ich muss das Polarity-Device verkaufen, dann reicht's. Ich kann nicht schon wieder wo einbrechen gehen. Ich will nicht nochmal bis nachts warten. Ja, okay. Komm, 53. Was? Warum habe ich jetzt... Ach, das bringt 6 nicht rein. Pipe Valve. Ich nehme das Ding einfach mit. Fuck it.
Jetzt habe ich noch drei Stück. Klasse, großartig. Jetzt das Ding zu James Maxwell bringen, wo auch immer der Typ nochmal ist. This pipe is broken, ist es zumindest nicht. Das ist irgendwas anderes. Okay, ich gehe einfach mal. Ciao, ciao, jetzt muss ich noch den Typen wiederfinden. So, bitteschön, da hast du dein blödes Ding. Gift Pipe Valve. Bitte. Ja, darf ich jetzt da rein vielleicht? Darf ich... Ich meine... Needs Faraday's Workshop Key. Wirklich? Ist das jetzt dein voller Ernst? Der macht das nicht? Der... Wirklich? Ist die Quest kaputt? Ja, ja. Ja, 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 ja. Ich hab's dir doch gerade gegeben. Ist die Quest eventuell kaputt? Ne, weißt du was? Ich speichere jetzt mal kurz. Und dann mache ich mal einen Takedown. Mal schauen, ob der den Schlüssel die ganze Zeit bei sich hat. Gute Nacht, schlaf ein. Bitte geh auf den Boden. Okay, komm einmal zu mir. Ich verstecke den mal hier, wo ihn keiner jemals finden wird. Jetzt ist die Quest failed. Bitte sag mir, der hat den Schlüssel dabei. Bitte sag mir, Tickler und Faraday's Workshop Key. Yes, er hat den Schlüssel. Oh mein Gott, der Typ hat den Schlüssel. Unlock. Okay, locate Faraday's Lab. Ich bin in Faraday's Lab. Mehr oder weniger, Roger Bacon. Jetzt soll es Roger Bacon. Okay. Die haben ein Alarmsystem. Hi. Hi. Ja. Ja, 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 ja. Gibt es hier vielleicht noch eine andere Tür? Weil ich habe so das Gefühl, ich habe gerade die Hintertür genommen. Gibt es vielleicht noch eine Vordertür? Es gibt keine Vordertür. Das heißt, ich muss durch den alarmgesicherten Raum, wo der Alarm runtergeht, wenn ich zu lange drin stehe, weil das Ding mich als Downer identifiziert. Das ist großartig. Ich habe, glaube ich, keine Joypill mehr, ne? Nein, ich habe natürlich keine Joypill. Das heißt, der Alarm wird auf jeden Fall runtergehen. Ich habe so das Gefühl, dass ich das Spiel langsam, aber sicher kaputt mache. Nur ein kleines bisschen. Eventuell könnte sein, dass ich das Spiel Stück für Stück in Stücke schieße, dadurch, dass ich es nicht so mache, wie es gedacht ist. Aber so, wie es gedacht ist, funktioniert es nicht. Verdammt nochmal. Soll ich einfach mal... Komm, ich renne da einfach mal durch und guck, was passiert. Okay, 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 ich bin durch. Ich bin an der Falle vorbeigerannt. Wo zur Hölle bin ich? Cod Liver Oil. Soll ich... Was? Ich hab keine Ahnung, wo ich bin. This is not a dance hall, this is not a dance pole. What the fuck? Hier ist nochmal, da drin ist nochmal eine Falle. Weißt du was? Fuck it. Ich renne da einfach durch, so schnell wie irgend möglich. Komm schon, komm schon. Basic Lockpick? Ich muss ein Basic Lockpick machen. Basic Lockpick, Basic Lockpick, Basic Lockpick, Basic Lockpick. Leck mich am Arsch, leck mich am Arsch, leck mich am Arsch, leck mich am Arsch. Basic Lockpick. Ich bin... Giftgas! Geh auf, mal geh zu. Ich lebe noch. Ich habe Giftgas abgekriegt. Wo ist der Typ irgendwo hier oben? Mr. Diese gottverdammten Alarmvorrichtungen, das ist doch ein schlechter Witz. Das ist doch ein schlechter... Ihr seid alles... Da geht's nicht weiter, da geht's nicht weiter. Ihr seid alles schlechte Witze. Verdammt nochmal, Shredded Raincoat. Ich hätte hier vielleicht mit Joy reingehen sollen. Wäre vielleicht gar keine so blöde Idee. Broken Alarm Switch. Aber ich kann hier nicht mit... Ich habe kein Joy. Verdammt. Und ich finde den Typen ja auch nirgendwo. Ihr sollt doch irgendwo dieser Faraday-Typ sein, der mir einen Code geben kann. Aber anscheinend ist das keine Option. Spiel, ich stecke in der Wand fest. Ich kann nichts machen, ich kann nicht mal mehr aufstehen. Ich habe den Typen mit einem Kissen bewusstlos gemacht und jetzt hänge ich in der Wand. Das ist klasse. Wenn sich irgendjemand fragt, was ich hier tue, ich komme erst zu dieser Faraday-Person, die mir den Code geben kann, wenn ich alle Fallen im Haus entschärft habe. Um die Dinger zu entschärfen, muss ich aber andere Dinger bauen, wofür ich Mechanical Parts brauchte, die ich ja vorhin, um das blöde Ventilrad zu kriegen, was mir überhaupt nichts gebracht hat, alle verkauft habe. Und jetzt will ich genug Geld, um mir die zurückzukaufen, also breche ich irgendwo ein und mache den Typen da in seinem Bett bewusstlos mit einem Kissen und hänge in der Wand. Das heißt, ich kann das alles nochmal machen. Oh, das Spiel ist Early Access, ich weiß, aber das hier ist nicht schön. Na, endlich geht das. Ich habe schon gedacht, es passiert nicht mehr. Ich habe mich durch die halbe Stadt geklaut, um das Zeug zusammenzukriegen. Boah, das hat viel zu lange gedauert. Das hat viel zu lange gedauert. Inventar voll. Ist mir egal. Ist mir... Roger Bacon? Ich meine, warum stehst du wieder? Ich hab dich schon umgehauen. Ich meine, es ist toll, dass du respawned bist, aber das kann ja fast nicht sein. Okay, noch eine Falle und oben ist dann noch eine und dann müsste dann diese Faraday-Person auftauchen. Es kann aber anscheinend auch einen Bug geben, dass diese... Oh, cool. Dass diese Person gar nicht erst auftaucht. Das kann, soweit ich weiß, auch passieren. Trigger Alarm. Oder? Ich habe keine Ahnung, was passiert. Yay! Locate Faraday's Lab Complete, talk to Faraday. Oh mein... Es ist eine Sie. Wusste ich gar nicht. Oh mein Gott, ich hab's.
Bitte hilf mir hier raus. Ja, ich helfe dir. You receive the bucket. Get a bucket of Motilin. Entschuldigung, muss hier dringend durch. Ich mach einfach mal das Ding hier voll. Jawohl, ich hab's. Jungs, bin raus. Macht's gut. So, ich glaub's fast selber nicht, aber ich hab's. Hier ist das Zeug. Bitteschön. Ich kann ihr das nicht geben. Ah, doch jetzt. Ich hab's. Wirklich. Locate 5 Advanced Mechanical Parts. Du willst schon wieder was? Wirklich? Nach all dem, was ich für dich getan habe, willst du nochmal was? Okay, sie will 5 Advanced Mechanical Parts von Autos, die hier rumstehen. Und anscheinend sind alle davon bewacht. Jedes einzelne davon ist von fucking Bobbys bewacht. Das wäre großartig. Okay, ich mache für diesmal hier Schluss. Ich habe eigentlich gedacht, wir kommen damit durch, dass ich zumindest einen Bereich der Stadt weiterkomme. Aber anscheinend nicht. Ich bin seit einer Stunde 40 Minuten hier in der Gegend rumgerannt. Habe zig Milliarden Arten von Zeug gesammelt. Und das meiste davon hat einfach gar nichts gebracht, weil dieses Valve-Ding nicht funktioniert hat. Da musste ich den Typen umhauen und der hat den Schlüssel sowieso dabei. Also warum gibt man mir die Quest überhaupt? Egal. Das war's für dieses Mal hier bei We Happy Few. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr glaubt, nehmt ein Like, Button, Small Zone. Und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut. Und ciao. Das war der Typ bei echt. Ne? Der hat mir damals gedacht, ich möchte nicht mal spielen. 10, 10, 10, 9. 10, 10, 10, 9 muss man haben. Das Beste seiner Art, ein Meisterwerk mehr bitte. Die Aktionäre sollen kaufen. Kann man irgendjemand den Aktionären sagen, sie sollen kaufen? Jetzt sofort. Oh, yes, 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 yes. Ich werde berühmt, ich werde berühmt, ich werde berühmt. Ich mach Money. Spielbericht erstellen. Das läuft super. Eine Stunde, 44 Minuten und 59 Sekunden. Jetzt sind es eine Stunde 45, nehme ich schon auf. Die Datei ist riesengroß. Gott, hilf mir.